When commanding the Atlanteans, there are a few things to remember. First, their citizens are expensive and take a long time to train. However, they gather and build much more quickly than other villagers. Also, rather than using drop sites, they stockpile resources instantly. Atlanteans scout and gain favor using oracles. An oracle gradually loses vision while moving, but when standing still, its line of sight grows and it gains favor faster. Oracles must stand far away from each other, or else only one of them will earn favor. Atlanteans can promote any of their human units to heroes for a price. Promoting takes time, however, so carefully plan when you wish to do so. Heroes are generally superior to regular units, but they excel in particular at fighting myth units. Sie sind mit dem Wiederaufbau beschäftigt, nicht wahr? Wie töricht, so zu tun, als wären Sie sicher. Zu denken, dass das Schließen einiger Tore das Ende bedeuten würde. Zu vergessen, dass ich noch hier bin. Nun, es liegt in Ihrer Natur, vergesslich zu sein. Sogar Ihre Götter sind geistesabwesend. Zeus hat alle vergessen, die er im Tartarus eingesperrt hat. Es ist an der Zeit, dass wir ihn alle daran erinnern. Geht nun und tut, was ich euch gesagt habe. Macht Platz für die Titanen. Wir können hier nicht bleiben. Es gibt nicht genug Bäume, um Unterschlüpfe zu bauen oder Feuer gegen diese Kälte zu machen. Hier wachsen keine Feldfrüchte und die Wilden in der Nähe werden immer dreister. Die Götter haben uns verlassen. Wir wären besser dran gewesen, wenn wir mit Atlantis untergegangen wären, als hierher zu kommen. Wir müssen weiterziehen. Was ist hier eigentlich los? Zeno, was habe ich dir darüber gesagt, die Leute in helle Aufregung zu versetzen? Es ist alles in Ordnung, Feldwebel. Er hat recht. Wir müssen weiter. Wie, Krios? Wir haben keine Schiffe und niemand hat einen besseren Ort in der Nähe gesehen. Die Götter haben mir letzte Nacht im Traum einen verlassenen Tempel gezeigt. Mir wurde gesagt, dass er der Schlüssel ist, um diesen Ort zu verlassen. Wir müssen ihn finden. Und damit guten Tag zu Age of Mythology Retold. Wir sind in der letzten Kampagne. Hieß das Erwachen von Atlantis? Das neue Atlantis? Ich glaube, das war das neue Atlantis, irgendwie sowas, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich werde mich schon irgendwann daran erinnern. Und wir machen erstmal ganz kurz, weil wir sind jetzt ja beim atlantischen Volk, einen winzigen Überblick darüber. Einfach, damit ihr wisst, was da Sache ist, weil ich werde jetzt gleich direkt loslegen. Ich habe mich schon direkt verloren. Und das ist halt der Grund, warum ich euch erstmal ganz kurz da eine kleine Einweisung gebe. Ja, wir haben jetzt hier Halbmonde. Schönes Design, gefällt mir. Ich fand die Wölfe besser. So, wir sind Atlanta. Das heißt, für die Götter von den Atlantern muss man scrollen. Ja, nee, ansonsten, wir haben jetzt hier wieder dieses typische Dreiecksystem, bestehend aus 6 Einheiten, die dieses Standard-Dreier-System haben. Nahkampf gegen Kavallerie, Kavallerie gegen Fernkampf, Fernkampf gegen Nahkampf. Das ist eigentlich hier exakt dasselbe, wie halt auch sonst eigentlich auch bei jedem anderen Volk. Aber eben ein bisschen anders. Und zwar, wir haben als Standardeinheit den Murmillo. Der Murmillo ist eine Infanterieeinheit. Und jetzt ist wichtig, der hat keine Einheit, die er kontert. Der ist einfach generell gut im Nahkampf. Einfach gut. Ist auch eine tolle Einheit. Dann haben wir den Konter dafür natürlich, den guten Arcus, den Fernkampfsoldaten. Gut gegen Infanterie. Aber auch den Konter Katapeltes. Schon verkackt. Nee, der Arcus ist gut dagegen zu kontern.
ist quasi der Bogenschütze, Toxote, was auch immer ihr dazu sagen möchtet. Oder die Kairo-Balliste. Ich denke mal Kairo-Balliste wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Das ist dann eine so gesehen Belagerungswaffe, die aber irgendwie eher als Fernkampfeinheit zählt und dann halt den Murmillo kontert oder halt andere Infanterie kontert. Soll super stark gegen die sein. Ich bin da jetzt nicht so ein Fan von. Aber wir probieren die natürlich irgendwann vielleicht mal aus, ne? Auf jeden Fall, vielleicht. So, die beiden Fernkämpfer werden jedoch gekontert durch die Kavallerie. Einmal durch den Contarius, was im Endeffekt einfach der ganz normale Reiter ist. Und den Turmer. Aber wichtig, der Turmer ist selber ein Fernkämpfer. Ist quasi ein berittener Plänkler, wenn ihr es so sehen wollt. Ja. Und der ist halt ebenfalls gut gegen Fernkampf, ne? So, und dann gibt's noch den Katapeltes, der ist gut gegen Kavallerie. Aber halt nur gegen Kavallerie. Gegen allem anderen ist der halt scheiße. So, deswegen ist Murmillo auch eigentlich die geilste Art und Weise zu spielen bei der normalen Kasernensache hier. Das sind übrigens die Kaserne und Konterkaserne. Sehr coole Namen. Und ich finde das Symbol von der Militärkaserne ziemlich cool. Aber ganz ehrlich, Murmillo sind einfach die Superior Units, weil die sind halt einfach gut gegen fast alle davon. Die sind halt gut gegen die hier, die sind gut gegen die hier. Und die sind gut gegen, ich sag mal, Turma mehr oder weniger, auch wenn die Fernkampf sind. Aber ist es okay? Ansonsten, ja. Ich meine, die sind halt auch wichtig, ne, ist eine Konterkaserne. Das heißt also, die zugewiesenen Konter, die haben, sind auch nur die einzigen, die sie bekämpfen können. Alles andere ist schwach. Ne? Hier nur gut gegen andere Fernkampfsoldaten, ansonsten sind die Bullshit. Und naja, wie gesagt, Murmillo ist halt beste, weil halt alles im Nahkampf, ne? Deckt zwei Dinge, nicht nur eins ab. So, und dann haben wir aber das ganz besondere Ding, und zwar den Palast. Der Palast ist natürlich das Äquivalent der Burg, Hügelfestung oder was weiß ich nicht, aber da sind die besten Einheiten drin, und zwar diesmal wirklich mit Abstand. Wir haben den Zerstörer, den ich damals mit Abstand die coolste Infanterieeinheit überhaupt im gesamten Game fand. Die ist super cool. Hat einen Dreizack als Waffe, einen großen Viereckschild, komplette Rüstung und alles schön richtig krass in komplett Gold. Wenn die voll aufgewertet ist natürlich, ne? Sieht übel cool aus, ist richtig stark. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber, das kann auch jetzt einfach nur getrübt sein durch meine Erinnerungen. Vielleicht ist er gar nicht so stark, ich weiß es nicht. Weil der hier eigentlich gut gegen Gebäude sein soll. Dennoch habe ich den damals extrem gerne gespielt. Und ich würde den halt gerne testen. Vielleicht aber ist der auch gar nicht so gut, wie ich immer denke. Und das war einfach jetzt nur so gedankentechnisch. Ansonsten gibt es hier noch den Fanatiker. Der ist gut gegen Infanterie und Kavallerie. Ist quasi ein Murmillo, nur noch krasser. Kostet aber, statt 55,30, 75,55. Also quasi eine ganze Ecke mehr. Ne? Der ist auch sehr stark. Aber in der Defensiven schwächer als der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann gesagt, den Feuersiphon, das ist einfach eine Belagerungswaffe, eine sehr interessant aussehende, aber ist einfach eine Belagerungswaffe. Das war so die grundlegenden Dinge. Dann finde ich noch wichtig, ganz kurz mit euch drüber zu quatschen. Das ist nämlich eine ganz relevante Sache, finde ich immer zumindest. Damals war es mir egal, mittlerweile finde ich es ja sehr interessant. Wie sieht das eigentlich aus mit den Dorfbewohnern und den Helden? Die Dorfbewohner, die sind ja hier anders. Die sind deutlich teurer, ne? Nicht so wie jetzt bei den anderen Völkern, so die Zwerge kosten ja 50 oder 60 Gold oder die Dorfbewohner 50 Nahrung. Nein, die kosten 85 Nahrung und 15 Holz. Lohnt sich aber dicke. Denn, und ich habe die Liste direkt aufgemacht zum Vergleichen, die haben eine höhere Gather-Rate. Und zwar im Schnelldurchlauf. Setzt du die an Felder dran, haben die 1,05 statt 0,7. Bei Holz 1,5 statt 1. Bei Gold 1,28 statt 0,85. Also, um es einfacher zu sagen, die sind überall 50% besser als der Standard-Dorfbewohner. Und das in der normalen Variante. Wenn du die als Held voranschreiten lässt, du kannst jede Einheit, die menschlich ist, zum Helden machen, dann sind die erstens gut im Kämpfen gegen mythische Einheiten, auch wenn das halt eher so ein Meh-Ding ist. Ich meine, ist natürlich trotzdem stark, aber ist halt trotzdem eher so, man sollte es jetzt auch nicht unbedingt machen, ne? Haben aber auch einen Bonus gegen Türme oder Belagerungswaffen oder sonst was. Würde ich mir jetzt trotzdem nicht so extrem empfehlen. Also ich weiß nicht, ich habe die nie wirklich genutzt zum Kämpfen, aber sie können sich verteidigen.
hier und da, ne, ist wichtig. Und die Gather Rate, also das gesamte Sammeln, wird nochmal 10% besser von ihrer Rate. Das heißt also, anstatt, nur als Beispiel, bei Holz statt 1,5 haben die 1,65. Was dann logischerweise im Umkehrschluss bedeutet, ein Heldenbürger, wie er hier genannt wird, ist im Endeffekt 65% stärker als der Standard-Dorfbewohner eines anderen Volkes. Weswegen meine Echo, die ich sonst eigentlich auf 30 oder 40 Dorfbewohner setze, hier aus 15 bis 20 bestehen wird, weil wir sie einfach deutlich runtersetzen können. Zweiter Vorteil, die haben keine Laufwege, weil die ausschließlich nur bei sich selbst abgeben, brauchen also auch keine Abgabegebäude. Ist ziemlich cool, finde ich. Und die letzte Sache, was ist denn, wenn du jetzt Einheiten wie jetzt den Bogenschützen Arcus einfach mal zum Helden machst, ne? Weil da wurde im Intro Video gesagt, jo, der wird dann krasser, aber wie viel krasser? Das ist immer diese entscheidende Frage. Und ich sag euch eben die ganzen Unterschiede. Erstmal kosten Helden mehr Bevölkerungslimit. Das ist wichtig, wenn du eine ganze Gruppe von, sagen wir mal, 20 Bogenschützen aufwerten willst, dann gehen dir auch 20 Bevölkerungslimit mal eben ganz schnell flöten. Ne? Also wer Helden spielt, kann mit weniger Einheiten spielen, darf hast halt Helden, ne? Wie man es halt nimmt. Helden haben bei den Arcus zumindest, ich nehme jetzt den als Referenz, statt 60 haben die 70 Leben. Die haben statt 3,75 haben die 4,05 Bewegungsgeschwindigkeit. Statt 22 Sichtweite haben die 24. Rüstung und Schaden sind absolut identisch. Einziger Vorteil, als Held haben die einen x6 Attack Bonus gegen mythische Einheiten. Reichweite 20 und Accuracy 80% ist identisch. Das heißt eigentlich, solange du keine mythischen Gegner hast, lohnt es sich das eigentlich nicht wirklich. Jetzt, das ist ein Geräusch, tut mir leid, ich habe gerade kurz einen Screenshot weggemacht. So, ne, das sind so alle wichtigen Informationen, die zu diesem Volk jetzt da sind, die ich euch trotzdem geben wollte, weil, ne, neues Volk ist erstmal cool zu hören, weil ich kenne es halt dann. Und wenn ich jetzt einfach so spiele und ihr es nicht mitbekommt, wäre ja auch doof. Und hier habe ich direkt einen Plan, weil wir müssen uns jetzt hier ein bisschen beeilen. Denn da kommen ziemlich früh Angriffe. Sehr früh. Ach, warte, ich mache mal erstmal an hier. Deswegen gehen wir direkt hier hin. Und machen das so. Die beiden gehen bitte hier hinten hin. Und die setzen wir da hin. Du könntest eine Mauer bauen. Ach ja, genau, und Mauern gibt es übrigens hier echt krasse Weiterentwicklungen. Wobei, das mit Mauern lassen wir nochmal sein. Ich hoffe nur, die raiden mir nicht zu sehr meinen Dorfbewohner weg, weil das ist bei der Mission immer ein bisschen eklig. Ja, du Meister, gehst mal ganz zurück in Gold. Was kostet das? 300 Gold. Ja, pff. Kannst du erstmal stecken lassen. Ja, und dann fangen wir jetzt mit der Kampagne an, ne? Schönes kleines Intro, aber ich finde, das war eigentlich ganz wichtig. Da sind sie. Guckt euch an, die paar Momillos. Mit ihrem kleinen Hütchen. Sieht so ein bisschen aus wie so Gladiatoren. Ja. Wölfe! Vorsicht! Mann, ich kann mal essen. Ich glaube, das war ein Gebäude an. Lol. Die, weißt du, man kennt's. Die Wölfe raiden nicht die Dorfbewohner so. Nein, nein, die greifen die Gebäude an. Okay, wird das schon schaffen irgendwie. Wie ist der jetzt da festgebackt? Wir müssen den Tempel aus meinem Traum finden. Ich weiß, dass er uns helfen kann. So, ein paar Momillos erstmal machen, dass wir erstmal schon eine Verteidigung haben. Oh, das ist aber sehr früh. Haltet sie auf! Geil. Er geht direkt auf den Dorfbewohner. War ja klar. Hab ich ihn nicht anders erwartet. Ja, wobei. Okay, in Ordnung. In Ordnung. Hält sich aber in Grenzen, der Angriff. Also geht noch. Mach hier direkt ein Haus hin, damit der da nicht durchkommt. Stark. Ja. Ja, wir setzen mal davon einer ganz kurz hier hin. Denkt dran, die brauchen keinen Abgabepunkt. Es ist einfach nur für Forschungen, ne? Also jetzt nichts irgendwie... Ne? Ja, ihr wisst schon Bescheid.
So, Bevölkerungslimit ist da. Das ist gut. Los. Wir brauchen dringend auf jeden Fall eine Menge Mormillos, sonst werden die uns die Echo wegraiden und wir kommen gar nicht mehr hinterher. Wow. Das ist aber schon echt super früher Angriff, also ohne Scheiß. Finde ich ein bisschen zu früh irgendwie. Aber hey, lässt sich gut wegkontern, alles gut. Hier hat Männer. Frech. Mack. Burek, es los. Was, Burek? So, du Holz brauchen wir gerade gar nicht. Gehen wir lieber mit an Nahrung. Mos into. Mos intem. Intem. Fast. Burek, Yuji, es los. Burek. Skopos, Yuji. So, ich würde sagen, das reicht tatsächlich ganz kurz. Wir warten jetzt eben, bis wir die aufwerten können, weil wenn wir die direkt auf Schwere machen können, wäre das schon sehr edel. Da müsste auch Wasser unten sein, also die kommen auch nur von oben rechts. Stopp, Yuji. Wenn ich habe richtig in Erinnerung. Ihh, das ist ja... Oh nein. Die zeigen die Bevölkerung doppelt an, ist ja ekelig. Burek. Ich meine, ja, gut, die kosten halt auch... Ne, hier, 2 Bevölkerung pro Dorfbewohner, ja. Aber das muss ja echt nicht sein, dass man die jetzt... Ich meine, doppelt dahin schreibt... Aber hey, müssen die wissen. Ja, ansonsten können wir die hier erstmal Widerstandsfähige machen und auch schon mal die beiden Dinger reinsetzen, die wir einfach besser sammeln können. Wow, der nächste Angriff. Das ist aber schon. Wir sind bei 5 Minuten. Übertreib. Nein, der wird sterben. Schlecht. Na, ja, schön weggeblockt. Stark von dir. Danke für nichts. Aber gar kein Problem, wir sind der Profis auf dem Gebiet. Vajin. Burek, Mark, Yuji, Mark, Yuji, Skopos. Du bist eh fast tot, dann kannst du mal ganz kurz scouten gehen, weil hier unten müsste eigentlich gar nichts sein. Außer Wasser. Burek, machen wir eigentlich, wir können eigentlich da oben Nahrung sammeln. Schwest. Skopos, Nahrung bitte, mein Freunde. Du auch bitte. Ach, die chillen, wir nur rum, das ist auch gut. Stark. Er geht in die Echo. Er macht wieder den Miesen. Ich muss echt sagen, das ist ein bisschen echt unhöflich von ihm, immer einfach die ganze Armee zu skippen und nur... Guck mal, juckt ihn gar nicht. What the fuck? Also er will Safety Echo haben, alles klar. Krios hat uns mit einem Feuersiphon versorgt. Ach stimmt, das gibt's ja auch noch. Danke. Skopos, Schwest. Ja, sag einfach hier nach, scheiß auf die Wölfe. Drauf geschissen. Okay, dann machen wir vielleicht doch irgendwie ganz kurz eine Wand dahin, aber das ist alles so groß. Nein, jetzt habe ich den einen Momento wieder mit hergenommen. Du sollst scouten gehen, mein Freund. Gott, Junge. Das Holz dieser Bäume taugt nicht für den Schiffsbau. Wir sitzen hier fest. So, ich würde sagen, das reicht jetzt auch an Dorfbewohnern erstmal. Kurz. Lass uns erstmal ganz kurz Nahrung sammeln. Genau, da war mich zu. Die nächste Kavallerie direkt schon. Stark. Werden wir die skippen mich eh wieder? Ja, war ja klar. Schweine. Mann, lass sie doch in Ruhe. Das ist super unnötig. Oh, geil, er rennt da rein. Das war ein bisschen zu weit, mein Freund. Ich meine, die sind ultra schwach, die Gegner. Gerade gegen die Mormillos, aber mein Gott. Ja, macht es da jetzt noch Sinn, irgendwie einen Zaun zu ziehen irgendwo? Eigentlich nicht unbedingt, oder? Vielleicht hier oben? Dass wir uns halt irgendwie auf ein Gebiet konzentrieren können und den halt irgendwie versuchen wegzublocken so? Ja, komm, wir machen mal ganz kurz zu. Ja, ist zwar teuer, aber gönn dir. Jetzt macht er noch ganz kurz die Echo-Forschung, das ist natürlich wichtig. Oh shit! Guck mich an, den Feuersiphon. Guck mal, wie schwach die sind im Vergleich zu Mormillos. Krass. Ja gut, ist halt Anti-Kavallerie, ne? Ja, naja. Burek. Du sollst sammeln, bitte.
Können wir jetzt bitte langsam mal ein bisschen genug davon bekommen, dass wir jetzt auch endlich mal anfangen können mit der Verbesserung zu schweren? Weil langsam wird es ein bisschen lächerlich hier mit der Sammelrate, du. Leute. Tick, 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 tick. Ja, gleich kommt da eh die nächste Kavallerie reingerannt. Macht euch dann auch noch zu. Aber bauen machen sie schnell. Schön. So, jetzt wird hier geforscht. Dann können wir auch hingehen und da wieder ein paar mehr ausbilden. Dann machen wir hier jetzt auch wieder welche drauf. Wichtig. Na, weil es war klar, dass das macht. So, du gehst bitte weg. Jetzt können wir uns so ein bisschen weiter nach rechts orientieren, weißt du? Ist ein Vorteil. Da sind sie schwere jetzt. Okay. Jetzt, was machst du? Wo willst du hin? Okay. Dann sterben die halt so. Oh geil, die kommen gleichzeitig. Das ist ungünstig. Boah, der Castor. Sein Spin. Guck dich mal die beiden hier an im Vergleich, ey. Das ist halt schon krass. Die Modus gehen voll ab. Heftig. Burek. Ja, dann können wir jetzt da hingehen. Weil jetzt haben wir das Ganze schön hier reduziert auf einen kleinen Punkt. Und rein. Sieben sind idelnd. Leute. Wo kommen wir denn hin? Kein Problem, machen wir. Aber das Ganze jetzt raus, 12 auf 100 reicht ja schon. Und die können auch gerne killen, aber dann bitte weiter in die Gebäude. Sehr schön. Loki, weißt du? Ja, muss er wissen. Der Feuersäcke macht, wie viel Schaden der macht. Krass. Läuft bei ihm. Sieht aber auch echt schon ganz geil aus, muss ich sagen, der Feuersiphon. Oh, hallo, Kuvalaria. Skill up, yo. Ich muss mal ganz kurz hingehen, noch ganz kurz eben die Goldsammlung reinsetzen. Ansonsten haben wir eigentlich alles Wichtige, ne? Spiele können wir vielleicht nochmal ganz kurz machen. Das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Sache. Krios hat uns mit einem Feuersiphon versorgt. Das ist nett. Ne, wir drücken mit rein. Vielen Dank. Leute, wie dumm seid ihr eigentlich? Ich finde jetzt gerade von 1 bis 10. Wie dumm seid ihr? 11. Die Bevölkerungskapazität ist erreicht. Ja, das ist eigentlich gar kein Problem, Leute. Wir haben ja 7 Gebäude frei, ne? Warte, das machen wir mal ganz kurz weg. Der arme Typ ist ja lost. Maximalus extremus lostus. Mos intum. Okay, hier sind eine Menge Ressourcen. Der kam ja von oben. Wir gehen mal ganz kurz einfach nach oben, dass wir kurz den roten wegschnetzeln. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt Thumbnail nehme irgendwie bei der Runde. Die Himmelspforte. Wobei, wir haben jetzt hier die Siphon und so, ne? Das ist eigentlich auch eine ganz geile Sache. Geil. Smart. Stell dich ja nicht ordentlich hin, hast recht. Weil ganz ehrlich, das ist eigentlich auch ein geiles Bild schon so, ne? Weil ganz ehrlich, diese Siphone werden wir wahrscheinlich nie wieder nutzen. Aber weil was mir gerade nicht gefällt ist. Nee, ist schlecht. Da war das Gras noch durchgucken bei dem einen. So ist gut. Warte, wir machen mal ganz kurz den hier. So ist denn als Bild ganz geil. Okay, alles klar. Ah, ist doch links. Na, kein Problem. Mehr Einheiten, weil wir können auch warten, bis die Armee größer ist. Macht eigentlich Sinn. Ja, komm, wie schwach die jetzt sind. Da kommen die jetzt, also jetzt haben die gar keine Chance mehr. Jetzt ist halt RIP für die. Sehr schade eigentlich. Ich hätte es ihnen gegönnt, wenigstens ein bisschen Schaden anzurichten. Aber hey, da kann man ihnen leider nicht helfen.
Ich lost. Ich lost. Damals fand ich das immer voll kacke, dass man keine Felder machen kann, aber man hat ja so unfassbar viel Nahrung, braucht man auch gar nicht. Auch Gold und alles, was hier so einen dicken Zugang zu allem. Kannst dir übelst gönnen. Wenn die denn arbeiten würden. Schwest. Herr Jost? Juji. So. Ich los. Hoch, Leute. Skopos? Ab in die Norden. Mark. Ich los. Burek. Wir können mal ganz kurz speichern. Ich glaube, das heißt das neue Atlantis. Das neue Atlantis. Ich hoffe zumindest. Ansonsten heißt es jetzt falsch. Wäre mir aber auch egal. Skopos? Mark. Skopos? Burek. Burek? Juji. Ach wow, wir waren 5 mm daneben. Stark. Mark. Ey, mittlere Kavallerie von Gundra. Und rück. Ja, ne? Was will man machen? Ja, warum greife ich mich überhaupt an? Warum sind die so aggressiv? Was soll denn das? Gar nicht verdient irgendwie. Aber hey, das hast du davon, wenn du dich mit Atlantis anlegst. Oh. Ja, wir fliehen. Okay. So, den Part haben wir. Da oben ist Kartenende, lol. Hä? Achso, weil die Karte jetzt abgeschnitten ist, weil es sah jetzt gerade ein bisschen witzig aus. Gehst du kurz da gucken und dann gehst du kurz hier ein bisschen runter. Burek, Mark. Burek. Gehst du kurz dahin. Hoi, hoi, ho! Yuji? Diat. Du gehst dahin. Schon mal kurz verteilen, auch wenn wir es gleich nicht machen, weißt du? Yuji? Weißt du nicht, was durch hier? So, das hätten wir. Burek. Burek? Oh. Ich lost. Skopos? Mark. Ich lost. Mark. Burek. Wie viele das sind? Skopos? Krass. Burek. Lost. Mark. Ich lost. Mark. Mein Gott. Ich lost. Unsere Armee war gigantisch. Mark. Ich lost. Mark. Skopos? Okay, da oben ist jetzt Ende. Schön. Ich lost. Das so, da ist sind der wir. Tempel aus meiner Vision. Wir können ihn nutzen, um von diesem Ort zu entkommen. Ah, Axtwerfer, das ist jetzt ungünstig. Das sind hier so gelaufen mit den Axtwerfern. Was ist das hier? Ach, die Huskals. Geil, Anti-Fernkampf und Fernkampf. Burek. Welch ein Vorteil, dass ich dann nur Nahkampf habe. Krios hat uns mit einem Feuersiphon versorgt. Vielen Dank, nehme ich. Ja, ansonsten, Burek. Auch ihr bitte mal ganz kurz nach vorne gehen. Ihr werdet nichts zu tun, das ist praktisch. Dann gehst du bitte ganz kurz dahin, machst halt mal schon mal eine Kaserne hier hin. Okay. Ja, 2 Kasernen reichen eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Machen wir die beiden raus, warten ganz kurz, bis die beiden Forschungen noch drin sind. Das lohnt sich definitiv. Und der Rest geht ganz kurz eben weiter scouten, damit wir die Karte eben sehen. Und dann können wir gleich noch kurz ein Bild machen. Warum ist da eine Wand? Als ob man da hätte hochlaufen können. Oder wobei bestimmt schon, oder? Mark. Ja gut, okay, naja. Ich musste eh dahin. Ich los. Was für ein dummer Eingang. Burek. Burek, Yuji. Okay. Ich los. Mark. Da sind wir. Ich los. Yuji. Burek. Warte, 61 haben wir. Mark. 62. Yuji. Krasse Scheiße. Dann machen wir jetzt mal kurz ein vernünftiges Bild mit den ganzen Feuersiphonen. Aber so ein richtig geiles. Eigentlich nur für den Einheiten selbst, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber hey, sieht cool aus. Geil, Mann. Ist das eine riesige Armee? Leute, ein Stückchen noch weiter. Wow, ihr könnt das nicht gut. Ihr macht das schon ganz schön schlecht, bin ich ehrlich. Wow. Burek. Wow! Die drehen sich alle immer schräg. Ich lost. Mark. Ey, ich bin begeistert, sie haben es geschafft.
Weil ganz ehrlich, so eine große Momillo-Armee, Momillos? Momillen? Wie heißen die eigentlich in der Mehrzahl? Und die Feuersiphone, ich glaube, das werden wir nicht mehr so häufig sehen tatsächlich. Deswegen nutzen wir es jetzt aus, um das auf ein Thumbnail zu klatschen und dann ist geil. Nice. Vor allem gerade die Feuersiphone, die werde ich halt sonst nie nutzen. Oder halt wirklich unter sehr seltenen Umständen. Also, ne? Ja. Ja, würde ich sagen, einmal noch speichern ganz kurz und dann gehen wir rein in das neue Atlantis. Also, Herrschaften, Angriff bitte. Guten Tag, ich bin der neue Besitzer dieses Ortes. Lassen Sie mich bitte herein. Und rein. Ah, und alles RIP. Aber ich habe doch einige verloren von der Axtwerfer. Hat man schon gar nicht gemerkt. Tellas Makay. So, wir können natürlich jetzt einfach reingehen. Aber ich müsste sogar besiegen, krass. Ja, aber nicht selbst als das, ganz ehrlich. Ich guck euch das an. Ja, einfach kurz weggeschnitzelt. Also bis auf diese sehr frühen Eingriffe ein sehr entspannter Auftrag auf jeden Fall. Nice. Übermotivierter Typ. Ach, 5 Bürger soll ich da einquartieren. 100 passen rein. Ja, moin. Ding hat eh nichts zu tun. Dann nehmen wir sie mal mit. Kommen Sie rein, bitte. Skopos? Usch. Castors Himmelspforte. Yuji? Und wenn ich einquartiert, die werden sich nur daneben hingestellt, so. Frech. Da sind sie alle. Yuji? Guten Tag, die Herrschaften. Burek. Habe ich eigentlich alle Spieleforschung gemacht? Ah ja, habe ich sogar. Guck mal, ey, nice, smart. Mal dran gedacht. Und Sieg. Na, schöne erste Mission. Skopos. Fuck. Okay. Das ist echt... Wow. Okay, ich nehme alles zurück. Ah ja. Starkes Ende. Danke dafür.